und herzlich willkommen bei TV Schatz. Heute möchte ich mal einen ganz besonderen Sekt testen, und zwar den Fürst von Metternich Chardonnay Sekt. Ich kenne in Deutschland nur wenig Weingüter, die wirklich einen Chardonnay Sekt herstellen. Fürst von Metternich, also die Marke Fürst von Metternich, die zur Henkel-Gruppe gehört, hat einen solchen Wein im Programm und vertreibt ihn auch über die normalen Abnahmestellen, sage ich mal. Also ihr könnt einfach ins Geschäft gehen und euch jederzeit einen Fürst von Metternich kaufen. In Vorbereitung auf dieses Video habe ich wieder bei der Henkel-Gruppe eine Expertise des Weines angefordert und möchte mich dafür bedanken, dass ich die auch bekommen habe. Ja, Fürst von Metternich, ganz kurz, ist ein deutscher oder eine deutsche Marke, die zur Henkel-Gruppe, wie gesagt, gehört, die dafür steht, dass sie eben rein deutsche Weine verwenden. So ist auch dieser Chardonnay aus deutschen Anbaugebieten. Und zwar ist das das Rheingau, Rheinhessen, Pfalz und Neckar. Ja, was gibt es noch zur Flasche zu sagen? Die ist ja in dieser schönen weißen Verpackung. Und allein für die Verpackung gab es auf der Weinmesse in Berlin einen Sonderpreis. Und das Produkt an und für sich ist Produkt des Jahres 2016 geworden. Also ein wirkliches, ja, eine wirkliche Trophäe, die ich heute in den Händen halte. Mich hat die Verpackung natürlich auch sehr angesprochen, deswegen habe ich auch parallel zu dem Riesling-Sekt auch nochmal den Chardonnay getestet. Ja, was weiß man vom Chardonnay? Nicht so viel. Es ist jetzt nicht der charakteristische deutsche Wein. Deswegen finde ich es umso spannender, dass es eben einen Sekt davon gibt und auch von einer so traditionellen deutschen Marke. Und ich würde sagen, wir testen den jetzt einfach mal live. Wie auch beim Riesling-Sekt ist das schon mal ein sehr kohlensäurehaltiges Geräusch. Der Chardonnay prickelt auch ähnlich stark wie der Riesling-Sekt und hat auch eine sehr schöne Perlage. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Der steht sehr lange im Glas. Ich stelle den mal kurz beiseite. Ich hoffe, dass der nicht umfällt. Zum Wohl. Ja, ein bisschen anders wie der Riesling-Sekt ist der Chardonnay wirklich sehr cremig im Geschmack. Sehr perlig auch, aber das ist, denke ich, auch der Marke geschuldet. Also Fürst von Metternich macht sehr perlige Weine. Wer da ein Faible für hat, ist da richtig aufgehoben. Und man schmeckt wirklich auch eine Zitrusnote. Und als erstes kommt einem diese Cremigkeit des Chardonnay in den Gaumen. Also so, wie man sich so einen Chardonnay-Wein vorstellt, so schmeckt auch dieser Sekt. Der ist wirklich richtig lecker. Ist nicht ganz so trocken wie jetzt der Riesling, ist eher, aber auf keinen Fall halbtrocken, also ist schon auch noch in der trockenen Variante, aber eben ein bisschen abgemildert, und diese Cremigkeit, diese Frische und diese Leichtigkeit kommt bei diesem Sekt eben sehr gut raus, was man auch an der Verpackung sieht. Da gieße ich mir doch gleich mal noch was ein und wünsche einen schönen Tag. Tschüss!